Hallo Leute, weiter geht's. Und zwar gehen wir jetzt. Nein. Hat zu. Nein, nein! Oh, warum? Ich Idiot! Weil damals. Nein, das ich, warum habe ich so geschrien? Warum ist das gleich zu erklären? Weil damals, ich weiß nicht, ob das auch so ist, wenn du einmal runterspringst von so einer Klippe, dann kommst du nicht mehr hierhin, um einen Pokéball zu holen. Aber die haben das jetzt wahrscheinlich anders gemacht. Leco mir. Und da war da, damals ein TM drin, glaube ich. Ich glaube, irgendein Schlag oder Kick, irgendwie sowas war da drin. Deswegen, was seht ihr? Das war der alte Alarm, Freunde. Auch witzige Story damals bei Pokémon Rot. Ey, das ist jetzt no joke. Ich habe mit Pokémon Rot quasi lesen gelernt. Okay, hat sich komplett übertrieben, Mann. Und wie ein Witz oder wie ein Märchen. Aber die Sache war folgendes. In meiner Hut hat jeder Pokémon gespielt, einfach blind so, ohne zu lesen, ohne zu wissen, was sie machen müssen. Und ich war der Einzige, der wirklich alles gelesen hat, alles durchgelesen hat. Und dann ist jeder zu mir gekommen und hat gefragt, ey, wie geht's weiter, kannst du mir helfen und so. Und ich war quasi der Boy für jeden, um zu helfen. Also erste Anfragestelle so von Pokémon. Und damals, was ich gemacht habe, damals, Freunde, in der Schule, wollten viele von mir, dass ich ihr Spiel weiterspielen. Wollte ich eigentlich nicht, ich habe sie gerne Tipps gegeben, aber ich sage immer, spielt eure Spiele selber. Aber bei meinen engsten Kollegen habe ich das gemacht. Da bin ich mal im Unterricht. Freunde, das bleibt unter uns. Nicht nachmachen. Da bin ich im Unterricht oft mal aufs Klo gegangen mit der Edition und dem Gameboy von Kollegen. Und habe dann dort für sie weitergespielt. Ich weiß doch auf jeden Fall, dass ich für einen Kollegen... Hier sollte eigentlich Rettern irgendwann kommen, schätze ich. Ich weiß, dass ich für einen Kollegen damals in Saphonia City war es doch, gegen Team Rocket gekämpft habe, weil er nicht wusste, wie er weiterkommt. Ich habe das kurz in der Toilette gemacht, bin wieder ins Klassenzimmer. Anyway, lange Rede, kurz Sinn. Dann haben meine Lehrerin, meine Eltern gefragt, ob ich ein Problem mit der Blase hätte, eine Blasenschwäche, weil ich zu oft aufs Klo war in der letzten Zeit. Wenn die wüssten, was da abging, oh mein Gott. Wenn die wüssten, was da abging, euer Boy hat sich aufgemacht zum Pokémon-Champ damals in der roten Edition. Oh Gott, das waren witzige Zeiten, Freunde. Eigentlich sollte es die Rettern geben, sag ich mal. Also früher war es so. Wir können ja mal nachschauen, wir haben den Pokédex. Oh Junge. Kommunikation habe ich noch nicht reingeschaut, das ist aber wahrscheinlich online. Ja, da gucke ich mal offscreen kurz rein irgendwann. Ich habe jetzt vergessen, zu diesem Part habe ich einfach der Weite gemacht, meine Switch vor meinem Monitor zu stellen. GG, warte mal, wir haben noch einen Rettern gesehen. Wo ist Rettern? Beagle. Ah, da. Rettern. Gute 4. Hä? Hab ich das unbekannt? Achso, lol, ernsthaft? Okay, krass. Entweder habe ich irgendwas falsch im Kopf oder. Anton wollen wir auf jeden Fall. Anton wollen wir auf jeden Fall, Freunde. Komm her, Anton. Jetzt habe ich mal meine Switch ganz provisorisch hier 4 gestellt. Da muss nicht ganz nach links, aber ob das so funktioniert, schauen wir mal. Anton macht langsam. Oh. Okay, das liegt an der Switch, an der Position vom Switch. Aber. Anton macht langsam. Okay, vom Kabel her reicht es gar nicht ein bisschen. Ich hol das mal ganz kurz, ganz spontan zusammen, Freunde, so lange die Anton fand. Nice! Alright, ja. Geht leider nicht weiter. Naja, muss trotzdem nach links werfen. Egal, vielleicht stelle ich ja die Tage um. Weil jetzt weiß ich Bescheid. Aber gut, Anton haben wir. Anton ist nice. Anton ist auf jeden Fall nice. Was ist hier? Drei Superbälle. Oh, Superbälle. Okay, korrekt. Jetzt sind wir nach Azura City. Halleluja. Freunde, ihr wisst, wer da drin ist, ne? Ihr wisst, wer in der Azura Höhle ist. M2, Dick. Freunde, M2. M2 sage ich dazu nur. Oh, Azura City. Okay, nice. Gehen wir mal kurz zum Pokémon Center. Unsere Pokémon healen. Gegenüber vom Superman wächst ein Schrauch, sodass man nicht auf die andere Seite kommt. Aber ich soll es doch einen anderen Weg dorthin geben. Apropos, wir haben bis jetzt noch keins erscheinen gelernt. Bitte lass mich das nicht verpasst haben, weil irgendwie habe ich im Kopf, dass ich das...
Irgendwie habe ich im Kopf. Oh, ich bekomme ein Fahrrad, wie damals. Irgendwie habe ich im Kopf, dass ich. Dass wir das damals in Mamoru City bekommen haben? Fragezeichen. Bekomme ich ein Fahrrad? Ist mein Fahrrad nicht der Hammer auf jeden Fall? Ich lasse dich nicht mit ihnen fahren und sie stehen auch nicht zu verkaufen, aber du darfst sie dir so lange anschauen, wie du willst. Warum? Hä? Gefällt dir das Kunstrad? Kunstrad? Gibt es zwei verschiedene Räder wie damals in Höhen? Ja, ja, Kunstrad und Eilrad. Ja, ja, tatsächlich. Die Schnelligkeit, der auf der ersten Rahmen sorgt für. Na, geil! Wie, warum redest du so schnell? Ja, wegen dem Eilrad wahrscheinlich. Gib mir dein Kunstrad. Ich will ein Kunstrad. Gefällt das Kunstrad? Ja, gefällt es. Mir gefällt es. Gib's mir her. Ja, Bide, gib mir ein Fahrrad. Was ist das für ein Rad? Eigentlich es sieht echt teuer aus. Gefällt dir das Fahrrad? Ja. Ah. What? Wie teuer? Okay, krass. Das ist quasi so classic. Oh, ich dachte gerade, der gibt mir ein Fahrrad. Boy. Ich dachte gerade, der gibt mir ein Fahrrad. Ne, ich weiß jetzt, wie man ein Fahrrad bekommt. Nämlich, wir brauchen ein Fahrrad-Coupon. Also sowas damals. Fahrrad-Coupon aus Oranje City aus dem Pokémon-Fanclub. Freunde, ihr merkt, ich taue wieder langsam auf, ne? Pikachu, was ist los? Pikamau, was ist los? Ah, was ist los? Willst du zum Brunnen? Hä? Ja? Ja, komm, wir sind mal spendabel. Rein mit dem 500er. Rein damit. Platsch. Ah, geil. Was geht jetzt ab, Pikachu? Du bist einfach glücklicher als zuvor. Süß. Alles okay, Partner. Es geht. Es ist so süß einfach. Total aufgedreht, kleiner weiß. Okay, süß. Okay. Ah, wartet mal. Ah, okay, okay. Man wächst die Bindung, wenn man da eine Münze reinwirft. Hier gab es in gelbe Zone dieser Samen. Alter, wenn ich Bisasam bekomme. Bisasam. Ich kümmere mich hier um verletzte Pokémon. Jetzt, wo Bisasam wieder richtig fit ist, würde ich es gerne Opt eines erfahrenen Trainers geben, der schon etliche Pokémon gefangen hat. Was? Dann reden wir nochmal. Bisasam. 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 Bisasam, ich komme wieder, mein Freund. Bisasam. Wir bekommen die Starter-Pokémon. Lecker mio! Lecker mio! Das heißt, wir gehen direkt zur Nuggetbrücke, weil da gibt es Glumanda. Ja, geil! Geil, dass wir die ersten Starter bekommen. Geil! Für Bisasam müssen wir ein paar Pokémon fangen, aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Geil! Ich will Bisasam. Bisasam! Geil, Alter! Bisasam. Wer kennt den Song aus dem ersten Pokémon-Film? Aus dem Vorsequenz, sag ich mal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was gibt es dir? Sadomaso Games oder was? Dich erschaffen, aber welche Attacke hast du denn erschaffen? Pritzelturbo? Was ist das für eine Attacke? Pritzelturbo. Das ist eine Elektroattacke. 50er, physisch, ein schwimmischer Blitzangriff mit hoher Erschlag. Was? Hohe Erschlag und Volltrefferquote. Willst du mich verarschen? Ey, doch, ich will die erlernen. Das ist quasi ruckzuck in einem Elektrotypus. Und mit hoher Volltrefferquote. Krass. Was machen wir weg? Ah, ruckzuck würde ich eigentlich behalten gerne. Spezialangriff hat Pikachu 38, Angriff 36. Das hat mit hoher Erschlagquote des Britzelturbos ein besseres Ruckzuckieb einfach mit Elektrotypus. Aber Doppelkick, ich mach Doppelkick einfach. Doppelkick brauche ich eigentlich nicht so wirklich. Krass. Britzelturbo. Jetzt fällt mir auch. Geil. Jetzt ist mir auch was eingefallen. Ich habe letztes Mal nicht geschaut, ob die Pokémon Fähigkeiten haben oder nicht. Aber es ist mir nicht aufgefallen, um ehrlich zu sein.
Also ein Wesen haben sie. Aber es scheint, als würden sie keine Fähigkeiten haben in Let's Go Pikachu. Was meine ich damit? Beispielsweise, Pokémon haben eigentlich noch Fähigkeiten ab... Boah, welche Generation, ab welchem Spiel kam das? I guess it was... Moment. Hokuzuki, mach wie viel? I guess it was... Ja, Höhen, in der Höhenregion kam das. Mit Rubin und Saphir haben Pokémon Fähigkeiten bekommen. Zum Beispiel die Starter-Pokémon, die haben die Fähigkeit anfangs, dass sie, wenn sie einen bestimmten Prozentsatz ihrer HP haben, ich glaube 50% drunter oder 30% drunter, dann erhöhen sich ihre Step, die ihre jeweiligen Typenattacken. Zum Beispiel Glumanda, Großbrandfähigkeit hat dann Glumanda und wenn die HP entweder 50, ich glaube 30% war es, 30 und drunter oder ich glaube 30 oder 50, irgendwas, dann bekommt es einen Boost auf seine Feuerangriffe, Attacken. Krass, okay. Bill, ja, Bill kenne ich, Pokémaniac, yeah. Hey, Freunde, ich will Bisasam haben. Ja, möchtest du dein Radfahrt tauschen? Oh, gerne, komm. Was? Alola Ratzfratz. Alola Pokémon hat sie auch. Ich habe mich zu dem Spiel kaum spoilern lassen, Freunde. Deswegen, ich mache das ungern eigentlich. Deswegen merkt ihr von mir das. Geil, Alola Ratzfratz. Ich wusste, Alola-Pokémon habe ich ein bisschen was mitbekommen. So ist nicht, bin auf Twitter unterwegs, da wird man links und rechts gespoilert. Aber Alola-Radfratz! Wie geil! Der ist einfach auf zwei Beinen, Maestro! Geil! Und nicht normal. Alola-Form. Na, überrascht mal, Radfratz stammt aus der Alola-Region. Manche Pokémon unterscheiden sich je nach Herkunftsregion in Form oder Typ, auch wenn sie derselben Art angehören. Radfratz, geil. Hast du ein Level? Hast du ein Level, Radfratz? Level 12. Radfratz nehmen wir ein Team. Auf jeden Fall. Topsy, wir haben Pikachu, Topsy, Miraplas bleibt im Team. Carpodor ist nur zum Leveln da. Carpodor werden wir eh kicken. Miraplas werden wir in Zukunft auch kicken, weil wir diese Samen bekommen. Wir kaum auf Mankey habe ich irgendwie keine Lust mehr zu sein. Hauen wir mal Mankey raus. Obwohl, Alola Radfratze, ich finde, die sehen einfach cool aus, so. Ja, komm, sei es drum. Ich hab Bock auf Radfratze jetzt. der sieht cool aus. Der sieht richtig cool aus. Okay, cool. Kann ich die von hier schon direkt bewegen? Ja. Ich hoffe, ich weiß, ob der dann direkt an erste Stelle kommt oder nicht. Aber das... Normalerweise sortiere ich die Pokémon, je nach Level. So, die stärksten nach hinten, dann trainiere ich die, die schwach sind, aber... Carpador ist natürlich eine Ausnahme, die hat nur Platscher drauf. Und genau, machen wir das Ganze mal so. Let's go. Ey, Radfratz, geil. Geil. Wirklich. Dieser Samen wird noch geiler. Freunde. Aber echt, haben wir keine 30 Pokémon gefangen? Ich glaube, es müssen 30 neue Pokémon sein. Weil ansonsten sollten wir 30 gefangen haben. Ja, ich bin Trainer. Habe ich eigentlich meine Pokémon geheilt? Im Pokémon Center. Ja, sieht so aus, okay. Jetzt gehen wir zur Nuggetbrücke direkt. Eigentlich würde ich gerne hier überall rumgucken, Freunde. So spiele ich eigentlich Pokémon. Ich gehe jedes... Leckoball. Was? Level Tackle jetzt. Über nichts. Ich gucke hier in jedes Haus rein und so und so fort, aber... Ich will auch nicht zu viel Zeit vergeuden, weißt du, was das meine? Egal, mach's mal schnell. Gestern habe ich mal Bibi in den Kopf geschreichelt, ganz ausgiebig mit den beiden Händen vermutlich, weil ich dabei das so energisch plötzlich hat, ist nämlich ganz graues orgebausches Fell auf dem Kopf. Aber als ich es weitergeschaltet habe, sah es irgendwann wieder aus wie vorher. Ey, können wir die Haare sein von Pikachu? Willst du mir damit das sagen? Okay, nicht schlecht. Ich will Glumanda. Ich will Glumanda haben. Und Freunde, ich glaube, bei Glumanda werde ich auch speichern und ich werde bei Glumanda auf den Typen achten. Weil Glumanda, nicht auf den Typen, sondern auf sein Wesen. Ich will auf jeden Fall ein Wesen, was speziell Angriff hochgeht. Weil, es sei denn, es gibt Mega-Entwicklungen. Mega-Entwicklungen soll es geben. Bei Glurak X wäre dann Angriff auch nicht schlecht. Weil Glurak an sich ist auf speziell Angriff basiert. Das werde ich machen. Das werde ich sicher machen. Sicher. Weil ich will ein richtiges Glumanda. Ich glaube nicht, dass man noch irgendwo Glumanda fangen kann oder bekommt. Never ever. Oh mein Gott. Das ist rüber zu Glumanda. Ja. Yeah. Hoch zu Nuggetbrücke. Eigentlich sollte er auch Anzi jetzt uns erwarten. Wenn mich wenn alles so wie früher ist, so, wisst ihr, was ich meine? Dann sollte das so sein. Gucken wir mal. Schauen wir mal, Freunde. Der ist so geil, verdammt. Der erzählt was über die Orden, oder? Genau, wo ist. Okay, alles. Okay, fast alles gleich geblieben, möchte sein. Mehr oder weniger. Also jetzt von der Handlung her.
Thunderbomber. Okay, 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 okay. Freunde, ich kann es kaum erwarten. Auf zu Nugget, okay, ohne Spaß. Let's go. Achso, ich habe Ziel für die heute gar nicht genannt. Weiß gar nicht. Auf jeden Fall die Nugget-Brücke wollen wir. Bin ja auf jeden Fall Glumanda jetzt. Was geht hier ab? Ganz kurz, Freunde. Alles abchecken. Oh, oh, nix. Keiner weiß, wie hast du hier reingepackt. Passt. Nix, die Line. Nix. Und das nur, weil ich mein kleines Nixon dabei hatte. Pah, mein Nixon ist so gut trainiert, dass es von allein in sein Pokémon geht, wenn wir ein Gebäude betreten. Ja, kenn ich. Ah ja, wisst mal Bescheid. Aber was mich immer noch frage ist, ob man halt wirklich nur... Ah, da ist was schief. Da läuft was schief. Ja, da wurde eingebrochen. Nachdem wir Orden haben, können wir da durch. Sollten noch Schaufel bekommen. Was ich immer noch frage ist, ob ich kein anderes Pokémon mit mir mitnehmen kann, außer Pikachu. Ich weiß es nicht. Was? Asni? Asni! Was ist los mit dir? Ja, jetzt bin ich schon, sag mal dein Pokémon. Taubsi. Hm, okay. Oh, aggressiv. Ratzplatz, Alola, wie frech. Guck mal, wie geil. Der ist angespielt, lustig. Level 12, Level 12, beide. Let's go. Und zwar, ah, ich habe die Angriffe wieder nicht sortiert. Kann man das nicht von hier aus? Auf irgendeine Edition konnte man das. Aber das wurde, glaube ich, nicht zurückgeschreckt. Es. Aber es wurde, glaube ich, nicht mehr so gemacht. Ab mit einer bestimmten Edition. Bam. Sandwirbel. Oh je. Unsere Genauigkeit sinkt. Idee. Bam. Radfratz. Ja, Radfratz bekommt spezielle Punkte, weil wir Radfratz getauscht haben. Evoli. Evoli. Pikachu rein. Let's go. Pikachu ist neue Attacke. Pikamau. Pikamau ist neue Attacke mal probieren. Let's go. Aber haben Pokémon echt keine Fähigkeiten? Das frage ich mich immer noch, weil ich habe es nicht gesehen. Also hier jetzt in dem Spiel. Wieder reinkommt. Also wenn die keine Fähigkeiten haben, dann verstehe ich die Pro-Spieler, die quasi hier im PvP nichts mit anfangen können, weil die Fähigkeiten gehören dazu eigentlich. Boah, geil. Oh. Geiler Angriff. Volltreffer. Es ist ein sehr cooler Angriff. Eine sehr schöne Attacke. Zu keep und das sollte reichen. Asni, ciao, aus mit dir. Bam. Asni, trainier mal ein bisschen an Pokémon. Was ist da los damals? Die sind so underlevelt. Mirapla, okay, Mirapla, Pokémon wechseln. Taubsi, nein mit dir. Genau das, Freunde, immer Typenvorteil. Wie geil er zurückkommt, was? Was? Zum ersten Mal gesehen. Windschuss. Oh, Flügelschlag haben wir auch eigentlich. Okay, aber macht nichts. Wir kommen mit. Ja, eigentlich wäre es. Ja, mein Taubsi hat halt weniger Angriff. Aber ich weiß, ob es speziell Angriff höher ist. Nicht drauf geachtet. Weil wir wollen jetzt Spaß haben. Aber ihr merkt, ich rede oft über sowas, ne? Aber ich versuche reinzukommen. Ich versuche reinzukommen, wie gesagt. Okay, nice. Raus mit dir, Asni. Ich würde immer empfehlen, eine Pokémon zu trainieren, Asni. Nur ein Tipp von mir. Puh, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Was war denn los, Sammer? Was war denn los? Achso, der war bei Bill. Ah, ja, ich will nicht spoilern. Ich weiß schon, was bei Bill abgeht. Oh Mann, also wirklich. Tut mir leid, dass ich so ausgeklickt bin. Eigentlich habe ich ja Nerven auf Schall, aber da hinten wohnt ein sehr bekannter Pokémaniac. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei. Er hat mir schon ein paar seltene Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe. Aber als ich schon angekommen bin, und jetzt halt ich bitte fest. Da war Bill, der Pokémon, gar nicht da. Stattdessen stand ich plötzlich vor einem Pokémon, das sie ein Mensch gesprochen hat. Wenn ich gut nachdenke, lass mir als Karte wegwandern. Aber komm, ich geh da und helf dem Boy. Der hat irgendwie ein Experiment kurz gemacht. Ja, das ist jetzt die Nuggetbrücke, Freunde. Und oben sollten wir Glumanda bekommen, eigentlich. Das ist die Nuggetbrücke, ich weiß, ich weiß. Leonardo da Vinci. Glutzug, ey. Glutzug ist nice, finde ich. Omot, die Entwicklung ist auch nicht schlecht. Omot. Lecker. Superschall. Idee.
Einfach verwirrt. Raphael ist verwirrt. Aber es hat sich seine Verwirrung selbst verletzt. GG. GG. Auf geht Radfratz. How I knows. Looks okay. Oh, ist nicht mehr verwirrt. Nice. Ey, Szenario ist geil. Die Szenarien, also der Schauplatz ist geil von dem Spiel. Guck mal, einfach Radfratz. Was für eine geile Quali. Keiner weiß, Freunde, wie geil. Überlegt mal, das sind erstmal die Starter, die Anfangs-Pokémon, sag ich mal. Wenn auch die Legendäre kommen, die Weiterentwicklung, es wird so geil. Also, da wir sie zusammenbekommen, müssen wir eigentlich da oben Glumanda bekommen. Eigentlich, Freunde. Jürgen, Laura, fort nicht heraus. Laura, was ist denn los mit dir? Anton. Anton ist so nett einfach. Anton ist einfach so nett. Keiner weiß. Anton. Kopfschmerzen, Anton hat Kopfschmerzen. Ich glaube, ich ändere mal ganz gut das mit Attacken. Wegen der Reihenfolge. Ich nehme immer die Attacke, die am stärksten ist, nach oben. Und dann geht es immer so weiter runter. Das ist so, wie ich das immer so handhabe. Da kann ich einfach den A-Kraft betätigen, ist das meine? Im Kampf. Also mehr oder weniger jetzt am Anfang vor allem. Aber echt Fähigkeiten. Entweder sehe ich die Fähigkeiten nicht oder. Ne, sie haben einfach keine Fähigkeiten. Aktiver Pokeradfratz bis. Speziell Angriff von Radfratz geht hoch. Ich glaube, das kann Radfratz gar nicht gebrauchen. Ich glaube, speziell Angriffe sollten Radfratz nicht drauf haben. Krass, echt krass, dass es keine Fähigkeiten haben. Es sei denn, ich sehe es nicht, aber. Krass! Es sei denn, ich sehe es. Ich weiß nicht, ob ich es nicht sehe oder nicht. Keine Ahnung. Ich will es gar nicht glauben, dass sie keine Fähigkeiten haben, irgendwie. Knips Frieda! Frieda! Mit Sandan, okay. Switch mal, glaube ich, direkt mal zu. Ne, obwohl, das sollte auch so klappen mit Radfratz. Und bam, let's go. Au. Ah, okay, Niederplatt würde es schneller machen, auf jeden Fall. Ah, wusste ich es auch. Legift. Legift? Wollen wir das Radfratz nicht antun? Wechseln wir mal aus. Da ist noch ein anderes Pokémon, hat noch irgendwas. Taubsi ist immer noch vergiftet. Ich war, glaube ich, nicht im Pokémon Center, oder? Oder wurde Taubsi vergiftet? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Schon vergessen einfach. GG, schon vergessen. Niederplatt, jetzt haben wir dich so oft mit dir gespielt, aber leider haben wir dich einfach austauschen. Bisasam, sage ich ganz knallhart. Bisasam, Pika Mau. Pikachu. Ich bin Nummer 4. Na, wirst du langsam müde? Nö. Möchte sein nicht. Alles gut. Jürgen Elena. Mauzi. Hey, okay. Ah, jetzt habe ich Radfratz nicht ausgewechselt, ne? Nee. Egal, Radfratz, komm. Muss halt was raushauen jetzt. Let's go. Auch wenn du vergiftet bist. Ich spieß. Oh, nice. Zurückgeschreckt, sehr schön. Jetzt. Nervs mit dir! Sound an Level 12. Okay, nice. Sternschau? Okay, ja, warum nicht? Ah ne, da braucht man jetzt. Raus damit. Früher waren Attacken immer so dumm und dämlich getippt. Du musst immer aufpassen, da konntest du nämlich nur einmal Nein drücken und dann war die Attacke weg oder irgendwie sowas. Naja, Radfratz. Ah, Pikachu ist auch vergiftet. Habe ich keinen Gegengiftshammer. Pikachu sage ich Taubsi. Nee.
Hm. Machen wir einfach so dann. Das Glimmanda, das Glimmanda, ich sehe schon da oben. Oh mein Gott. Matteo, Matteo, geht zur Seite. Da wartet ein Glimmanda auf mich. Glimmanda, mein Lieblings-Pokémon, by the way, Freunde. Was ist euer Lieblings-Pokémon? An der Stelle könnt ihr mich gerne wissen lassen, meinst du Glimmanda? Als ich damals Glimmanda zum allerersten Mal gesehen habe, also an sich direkt, weiß ich nicht, ob ich es zuerst im Anime gesehen habe, aber ich glaube ja, direkt im Anime und dann danach im Game. Die Spiele kamen zuerst raus, aber an sich, also JP. Am Anfang kam ja Pokémon Rot und Pokémon Grün raus in Japan, Freunde. Danach kam Pokémon Rot und Blau raus und da wurden die Artworks, die Sprites wurden verbessert von den Pokémon und das Spiel an sich ein bisschen. Aber bei uns in Deutschland war, sollte zuerst Anime online oder im Fernsehen gewesen sein und dann die Spiele kommen. Anyway, die Träne war so traurig mit Glimmanda, als der Gegner ihn einfach gelassen hat, die Flamme auf seinem Schwanzspitze einfach immer geringer wurde und wegen dem Regen und Ash sich dann um mich gekümmert hat, wenn ich drüber rede, ich bekomme Gänsehaut. Es hat mich so mitgenommen, Glimmanda. Glimmanda sah einfach so geil aus. Feuer-Pokémon hat mich direkt so angesprochen. Lol. Glimmanda hat mich direkt angesprochen und dann, als es zu Glutex wurde, auf einmal wurde. Glimmanda war so süß, hat immer zugehört. Als dann zu Glutex wurde, um die Kokowai zu besiegen, wurde er einfach frech. Und dann von Glutex auf Glurak gegen Aerodactyl, da war dann RIP, Alter. Da war dann RIP. Glurak hat nie auf Ash gehört. Pokémon League hat dann Ash verloren wegen Glurak damals. Das war so traurig. Das war echt scheiße von Glurak eigentlich. Aber dann, als die Szene, als er gegen Quappo fett verloren hat und Ash ihn dann aufgetaut hat wieder, Tag und Nacht bei ihm war, für ihn dafür gesorgt hat, dass er quasi, dass ihm warm ist, ja, dass seine Schwanz, also Feuer in seine Schwanzspitze sich nicht wieder erlischt und so etc. Geilste Szene. Da wurden sie quasi so dick, richtig dick und dünn, sag ich mal. Und dann als Glurak später gegen im Glurak Civic Park, oh mein Gott, als er da auf die Fresse bekommen hat, auch von einem weiblichen Glurak, und da im Wasser einfach einen Tag lang war, wie traurig war das, ich bekomme legit gerade Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle. Und dann ist er im Glurak Civic Park geblieben, Ash hat hart getan und ist zurückgegangen mit der Träne, hat Glurak zurückgelassen. Aber Freunde, das war the childhood, das war die Kindheit, unsere Kindheit war genau das, Freunde, genau das, so geil einfach. Oh, ja, die Flashbacks kamen jetzt, ohne Spaß. Jetzt komm schon, Game, mach uns ein Favor und gib uns ein gutes Wesen auf Glimmanda. Let's go, gib uns ein gutes Wesen auf Glimmanda dann. Komm schon, let's go. Ich werd jetzt, wie gesagt, trotzdem speichern und gucken, was für ein Wesen Glimmanda hat. Dann werden wir Glimmanda mit der KG bei Rocket. Ja, dankeschön. Wir werden uns auf jeden Fall Glimmanda noch holen. Wie sieht es ein Pokédex aus? 30 Pokémon haben wir nicht gefangen. Wir haben ja gar kein Pokémon gefangen, wir haben nur gekämpft. Aber wir würden trotzdem gerne wissen, gefangene Arten nur 19. Okay, für Bisasam brauchen wir noch ein paar Pokémon. Aber jetzt so zu Glimmanda, ich speichere hier mal ab, wie gesagt. Und dann bekommen wir eigentlich Glimmanda bekommen. Ich bin so bereit. Und falls du falsches Wesen hat, dann werde ich resetten. Es tut mir auch total leid, dass Glimmanda immer noch so schwach ist. Ich würde es gerne einem fähigen Trainer übergeben, der ist richtig trainiert. Ja, also ich habe 5. Nein! Nein! Die haben das geändert. Damals war es nicht so. Und da sich das Spiel nur um Pokémon fangen dreht, müssen wir halt legit Pokémon fangen, damit wir Glimmanda und Bisasam bekommen. Dein Ernst? Damals hast du Glimmanda einfach so bekommen danach. Guck mal, wie es sich freut. Ich hoffe, das sind an sich einfach nur 50 Pokémon und nicht 50 Pokémon-Arten. Ich fange jetzt jedes Pokémon, was ich sehe, Freunde. Mir egal. Gegen dich kämpfen wir später. Ich fange jetzt jedes Pokémon, was ich sehe, Freunde. Okay, Freunde, und zwar wollte ich auf jeden Fall noch in diesem Part Bisasam und Glimmanda mir holen. Deswegen habe ich einen Cut gemacht, ein paar Pokémon gefangen. Und 30 Pokémon habe ich geholt. Es müssen keine 30 neuen Pokémon sein, sondern an sich Pokémon, die ihr gefangen habt. Aber Bisasam bekommen jetzt an der Stelle. Für Glimmanda muss ich noch ein paar Pokémon fangen. Jedoch, wenn Bisasam, falls Bisasam ein anderes Wesen haben sollte, werde ich resetten die ganze Zeit. Am Ende werde ich euch dann quasi zeigen, was die Pokémon für ein Wesen haben werden im Endeffekt. Aber Bisasam haben wir uns geholt. Gleich werde ich ein paar weitere Pokémon fangen. Und dann holen wir uns auf Glimmanda und am Ende haben wir dann beide und beenden diesen Part und gehen dann rüber zum nächsten. So, Freunde, während im ganzen Gefangen entwickelt sich hier unser Taubsi. Das dauert schon lang mit dem Gefangen etc. Deswegen haben wir eigentlich schon gut uns entschieden, dass wir nicht immer jedes Pokémon fangen. Wir gehen fast die ganze Welle aus. Ich bin schon fast 25 Minuten hier dran. Aber währenddessen hat es eben Taubsi entwickelt. Das soll ich auf jeden Fall auch noch zeigen.
Oh mein Gott, was? Ein Shiggy! Woher? Was? Wartet mal. Warum? Ich dachte gerade, was ist hier los? Ich war einfach am Pokémon fangen, weil ich habe 50 Pokémon gefangen für Glumanda, aber ich musste mehr, oh shit, ich musste mehr fangen, aber es hat nicht gereicht und jetzt kam einfach ein Shiggy. Was? Nein, hör auf! Wehe, du fließt. Wehe, wehe, wehe. Mach mal langsam, mein Freund. Warum ist hier ein Shiggy? Ich verstehe das gerade nicht. Was will ich? Kann man die Starter? Hä? Gibt es die auch in der Wildnis oder was? Einfach Shiggy. Jetzt bin ich gespannt, ob wir Glumanda bekommen direkt, weil ich habe jetzt 55 Pokémon oder so sicherlich. Und Bisasam entwickelt sich noch. BD? Ich habe überhaupt nicht mit Shiggy gerechnet, um ehrlich zu sein, Freunde. Ich bin hier schon seit einer halben Stunde, fange die ganze Zeit Pokémon. Langsam, so war es ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein. Und dann kam auf einmal Shiggy. Und Bisasam haben wir jetzt mittlerweile auch. Korrekt, gut, dass wir das auch in diesem Part gemacht haben, Freunde. Und dann können wir im nächsten Part dann direkt gleich mit allen drei Startern dann starten eben, ja. GG, oh mein Gott, oh mein Gott. Und Shiggy hier, krass. Die gibt es einfach in der Wildnis oder was? Ist es gerade dein Ernst? Was? Komm schon, jetzt gib mir einfach direkt Glumanda. Gucken wir mal, ob wir den bekommen oder nicht. Wäre geil auf jeden Fall. Oh mein Gott. Und? Komm schon. Yes, jetzt haben wir drauf ins Pokémon und kriegen auch Glumanda. Heißt, Freunde, in diesem Part haben wir nun alle drei Starter bekommen, Freunde. Ich werde mich darum kümmern, vielleicht muss ich auch bei Glumanda resetten, bei Bisasam habe ich das schon gemacht, wegen dem Wesen. Aber wir sind schon ein bisschen, haben schon ein bisschen überzogen, deswegen lasst uns diesen Part hier beenden. Dann können wir im nächsten Part direkt mit allen drei Startern Pokémon starten. Also ich freue mich auf euch im nächsten Part. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.